So, da sind wir auch schon wieder, ging doch ein bisschen schneller das Ganze. Aber sollte passen. Ja, da draußen fährt gerade so ein komisches Kind mit seinem benzinbetriebenen ferngesteuerten Auto durch die Gegend. Alter Falter, die Dinger machen Krach, unglaublich. So. Dann haben wir hier einmal Wasser dran. Und im Prinzip ist es so geplant, dass wir diese Verbindung hier nachher trennen, sodass der untere Strang vom Reaktor seinen eigenen Wasseranschluss hat. Und das machen wir jetzt mal, glaube ich. Ich denke mal, hier oben sollte vielleicht wieder ein bisschen Stein zusammengekommen sein. Und dann gucken wir uns das mal an. Jo. Ja, schnell wie Sau sind die Dinger wohl, ja. Aber die machen einen Krach, das ist unglaublich, ey. Echt mal. Wie kann es denn bitte sein, dass Kinder heutzutage noch draußen spielen? Ich glaube, es hackt. So. Wir bräuchten nochmal so ein paar von den Dingern hier. Dumm, da. Ja, okay, dann ist der halt ein bisschen weiter weg, ist ja Wumpe. Wobei, halt, warte. Wir machen das. Haben wir eigentlich noch eine? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Stellen wir die halt da hin und dann legen wir die Verbindung einfach hier hoch. So, und dann können wir die Verbindung hier trennen und wir können dann auch die Verbindung hier oben trennen. Das Einzige, was halt da bleiben muss, ist halt dieser Knick hier, der nach oben geht, weil das Wasser brauchen wir halt für die weitere Ölverarbeitung. Hier ist auch noch nicht so viel Dampf irgendwie. Und vielleicht können wir das hier nochmal ein bisschen schöner machen, das Ganze. Warte mal. Dumm-di-dumm. So genau zwischen den Kisten nochmal eben kurz hier das Ganze brücken. Dasselbe machen wir oben auch. Achso, hat er gemacht, okay. Gut, und hier, ja, machen wir dasselbe Spiel. Genau, dann haben wir es einigermaßen identisch. Sollte laufen. Genau, jetzt sind die Rohre auch voll. Weil vorher waren sie das nicht. Das hier ist noch nicht ganz voll irgendwie. Aus irgendwelchen Gründen. Na gut, hier oben sind auch mehr Turbinen. Da müssen wir nachher nochmal nachregeln. Ja, die hier, die dampfen nicht so hart durch, ne? Irgendwie. Ich hab da eine... Oh Gott, ich bin so ein Honk. Ich hab da eine Verbindung vergessen. Sicher jetzt erst. Hier. Die war zugedampft. Lol. Ja, okay. Dann haben wir das Problem mal geklärt, ne? Wahrscheinlich. Ja, guck mal. Jetzt steigt hier auch der Dampfpegel. Oh Gott. Wie dumm. Na, egal. Jetzt haben wir es ja gefunden. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier oben die Geschichte kann dann weg. Ja, Factorio ist halt immer so ein Spiel, da kannst du immer noch umbauen und irgendwelche Dinge tun und keine Ahnung was. Das ist halt Factorio. Genau, das kann auch weg. Und das bleibt dann da. Richtig. So. Jetzt haben wir hier die Pumpe eigentlich schon wieder zu viel. Erstmal. Ja, die füllen immer noch auf, ne? Oder habe ich da noch irgendwas vergessen? Weil jetzt muss ich mal genauer hingucken. Hier ist auch noch eine. Ich krieg die Krise. Komplett verpeilt, ey. Wahnsinn. Ja, jetzt tut sich hier auch was. Okay. Ja. Kann ja mal passieren. Dummer Fehler. Aber ist ja zum Glück aufgefallen. Okay. Genau, und die Pumpe hier ist dann nur noch zuständig, um die Ölverarbeitung oben zu versorgen. Und dann passt das. Ja. Okay. Und hier rüber machen wir dann zu. Also ab hier ist der See dann quasi dicht nach rechts rüber. Und dann können wir dann nachher unseren Mainbus erweitern.
Da brauchen wir nur noch einen ordentlichen Haufen Steine, das ist klar. Das hier wird dafür nicht reichen. Da könnten wir uns vielleicht hier noch ein paar Steine wegsnacken. Ja. Machen wir mal, dann hat unser Zug auch ein bisschen was zu tun. Wahnsinn, das ist so heftig. Da sollten wir eventuell mal so eine Automatisierung bauen. Und was ist mit den Batterien? Habe ich da vielleicht doch was vergessen? Dann gehen wir nochmal hoch und gucken nach. Gerade mal so ein bisschen auf Fehlersuche hier. Anscheinend ist Schweröl über. Ich habe vergessen, das Wasser da anzuschließen. Ich hab's heute mit den Rohren, ne? Oh Mann. Das ist halt immer, wenn zu viele Baustellen auf einmal da sind, verplant man irgendwie was. Aber egal. Ich meine, solche Fehler sind ja schnell gefunden. So, das machen wir so. Und das machen wir so, genau. Und hier, genau, da ist Wasser dran, da ist Wasser dran. Ja, jetzt arbeitet er auch wieder. Okay. Ja, das Teil sieht halt ein bisschen leer aus, aber wie gesagt, falls wir mal irgendwie Schmiermittel brauchen und Co., können wir da wunderbar weitermachen. Alternativ könnten wir hier in den Klotz auch noch die Schwefelsäurenproduktion mit einbauen, weil wir die ja im Prinzip brauchen für diese Prozessoren. Können wir machen. Das können wir auch jetzt schon mal eben machen eigentlich. Wir haben noch ein paar Raffinerien da. Chemielabore meine ich, oder diese Chemiefabriken, genau. Und da können wir rein theoretisch auch dieses Alkangas durchleiten. Mal eben gerade gucken. Warte. Das geht hier. Achso, genau. Das geht hier hoch und dann geht's hier mit ran. Richtig. Okay, warte. Genau, da brauchen wir die Eisenplatten für. Die haben wir da oben ja schon liegen. Daher ist es nicht so das Problem. Und dann nochmal Wasser. Und wir brauchen halt einmal die Instanz, die uns den Schwefel herstellt. Ja, okay. Wenn wir das hier zwischenparken, klappt das? Oder machen wir das lieber hier mittig dann? So in etwa. Dass wir den beiden hier sagen, hier pass auf, ihr stellt erstmal Schwefel her. Und auf der anderen Seite hier machen wir dann die Schwefelsäure davon. Und dann können wir hier oben noch Eisen und so reinleiten. Und dann könnte das funktionieren. Wir brauchen hier jetzt aber auf jeden Fall dann nochmal einen Schwung Wasser. Den kriegen wir von hier. Warte mal, können wir die noch einen nach vorne setzen? Ja, ne? Weil wenn wir das tun, kommen wir da nämlich einigermaßen gerade ran. Schwefel? Halt, dann klappt das nicht mehr. Doch, wir können mit dem Langgreifarm dabei gehen. Ja, das geht. Ja. Okay. Haben wir noch? Ja, haben wir. Strom machen wir gleich. Einfach per Umspannwerk. Ja. Das können wir vielleicht lieber erstmal da hinstellen und dann könnten wir hier noch eins hinstellen. Genau, dann ist es nämlich hier nicht im Weg, weil hier müssen wir nochmal ran mit dem Alkangas. Jo. Eher da so, ne? Ja, hier müssen wir echt ein bisschen hin und her schummeln. Was ist denn wir hier in die... Warte mal, hier haben wir gar keine Verbindung. Nee, klar, das geht. Okay, cool. Und hier machen wir das... Moment. Hä?
Warum ist es... Also doch. Okay. Ja, das ist blöd, wenn in dem Alkangasgedöns Schweröl bzw. Schmiermittel drin ist. Genau, das ist ja richtig. Das ist... Achso, das geht da drüben mit dran, genau. Warum hat er sich gerade verbunden? Habe ich nicht hundertprozentig gerafft gerade. Ja, ein weiter runter, genau. So. Ach, weil ich hier rüber gebaut habe und hier hinter dem... Ach, ich habe es nicht gesehen. Hier hinter dem Umspannwerk ist nämlich noch ein Rohr. Also hier quasi dann. Ja, ach so. Das habe ich nicht gesehen. Hä? Wo kommt das denn her? Das muss jetzt aber mal leer sein, oder nicht? Hä? Oder haben wir das Rohr jetzt verseucht? Ne, jetzt ist das Richtige drin. Lol. Das ist interessant. Nicht. Da dürfen wir nicht rangehen. Wenn ich jetzt hier hingehe. Ja genau, da sollte nichts passieren. Das habe ich mir nämlich eben auch schon gedacht. Deswegen habe ich mich gewundert, als ich darüber gebaut habe. Ach so, deswegen... Weil der auf derselben Höhe ist. Okay, dann müssen wir, sind wir gezwungen quasi hier mit dem Ding zu arbeiten. Ah, ist okay. Und hier im Prinzip dann auch. Ja, ist okay. Und mit dem... Oh Gott, ich hasse Rohre. Mit dem überschüssigen Alkangas... Ja, wollen wir denn überhaupt noch hier drüben den Anschluss machen? Ich meine, wenn wir hier das Alkangas schon verarbeiten, ne? Dann ist es ja erstmal weg. Ja, so viel kommt da eh nicht an. Ich denke, wir lassen das so. Ich lasse die Pumpe hier trotzdem da. Falls wir nachher feststellen, dass hier wieder zu viel von diesem Alkangas ist, dann werden wir das Ding wieder hier anschließen. Gut. Greifarme sind fertig. Sehr schön. Dann können wir nämlich unser Schwefelzeug schon mal hier rüberschmeißen. Ja, dann machen wir oben die Mauer auf. Und dann läuft das. Schwefelsäure und nochmal Schwefelsäure. Wasser brauchen wir noch, das kriegen wir von hier irgendwo. Beziehungsweise noch besser, wir können auch hier rausgehen. Ja, ideal. Ja, das machen wir mal so. Genau, und hier können wir dann nochmal einmal durchtunneln und dann passt es wieder. Genau. Und dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch hier diese Eisenplatten. Und nochmal Greifarme. Verdammt. Ja, halt, warte. Dann machen wir das halt auch wieder mit den längeren. Dann brauchen wir aber auch gar nicht so viel. Ja, ich lasse die Förderbänder jetzt da. Ist egal. Jo. Und...
Ja, Eisen legen wir dann hier links und da rechts dran vorbei und dann läuft das. Genau, Greifarm machen wir da. Mal so und so. Und hier oben beim Output müssen wir dann auch nochmal aufmachen. Da geht es dann halt mit dem Rohr raus. Und das läuft dann nachher einigermaßen parallel zu dem Schmierstoff. Geht nach unten am Mainbus. Und dann haben wir es ja auch schon. Das kriegen wir da nicht nochmal geteilt. Ach, ich mach das einfach so, dass wir hier einfach nochmal dasselbe machen. Ist ja egal. So, da fehlen noch ein paar Schaltkreise. Die machen wir eben fix fertig. Und dann haben wir da unseren Teiler auch schon. So. Jo, läuft. Dann machen wir es uns auch hier wieder relativ leicht beim Output. Machen wir so. Dann haben wir da unsere Schwefelsäure. Ja, ich glaube, hier tunneln wir dann nochmal so parallel. Hier genauso. Und dann setzen wir da wieder an. Das müsste eigentlich funktionieren, ne? Ja. Da sehen wir gerade. Oh. Na gut, Eisen haben wir ja dicht bei, ne? Das ist ja nicht das Problem. Ja, und im Prinzip brauchen wir dann eine Verbindung, ja, von hier. Am besten hier unten dann längs. Genau, dann können wir nämlich hier raus und hier in dem Bereich kommt ja dann die gelbe Flaschenproduktion. Jo, ich denke, das läuft. Ach so, das war schon wieder. Ja, dann gehen wir hier nochmal eben vorbei. Habe ich keine geraden Rohre mehr, ne? Wahnsinn. Ja, lassen wir die 5 nochmal eben zusammenbauen und dann gönnen wir uns die geraden. Wir können aber auf jeden Fall hier schon mal ansetzen. Kommen wir da längs? Oh, warte. Dann müssen wir hier ansetzen. Genau, weil das geht nämlich. Yep. So. Ja, und das verlängern wir erstmal hier drüben hin und dann lassen wir das einfach mal so liegen. Na, guck mal, hier ist Öl. So, das reicht erstmal. So, also das soll heißen, wir haben den Kram da, Schwefelsäure ist da, die Schaltkreise, die würde ich dann nochmal extra rausführen, damit wir von den Produktionsgeschichten hier nichts klauen. Was brauchen wir dann noch? Batterien müssen darüber, das ist klar.
Geschwindigkeitsmodule. Kupferkabel. Ja gut, also Kupfer muss auf jeden Fall raus. Und Schaltkreise haben wir da. Das ist gar nicht so schlecht. Also gar nicht so schlimm eigentlich. Also wir brauchen Kupfer, die grünen Schaltkreise und die roten. Das sollten wir noch hier hinbekommen, denke ich. Jo. Bei den Grünen würde ich sagen... Ne, wir machen erst rot. Genau. Geht hier rüber, geht da hoch, dann grün, geht da rüber, geht da hoch und danach dann Kupfer. Aber dazu müssen wir hier und da den Mainbus noch ein bisschen verlängern. Deshalb würde ich sagen, machen wir erstmal die Öfen hier weg. Denn es wird Zeit für eine kleine Verlängerung. Ja, und wenn wir die Prozessoren endlich haben, dann werden wir uns auf jeden Fall mal darum kümmern, dass wir eine vernünftige Rüstung bekommen. Also sprich Exoskelett. Vernünftige Energieproduktion. Und dann können wir auch unseren Roboterhangar mal wieder einigermaßen effektiv nutzen, also den persönlichen meine ich. Und dann nimmt das Ganze ja so langsam mal Form an. Wahnsinn. Oh, das ging mal fix. Aber wir brauchen gleich ein neues Werkzeug. Ich habe keinen Stahl. Egal. Nee, warte doch. Doch, genau. Liegt ja hier rum, passt schon. So. Und der hier ist auch schon fertig. Jetzt haben wir noch 1,3k und dann war es das hier mit dem Stein. Nächste Frage. Blueprints? Ah. Ich müsste, glaube ich, nochmal den Kupferkram hier entfernen. Oder kann ich das so platzieren? Und der ignoriert das einfach. Nee, kann ich nicht. Kunststoff weg. Und das müsste auch mal ganz kurz weg. Ah. Genau, und dann setzen wir hier das Ding wieder hin. Kann man ja vorher abbrechen dann, ne? Zack, zack. Genau, richtig. Und das hier. Na gut, jetzt ist halt der Beton auch weg, aber den kann ich gleich manuell nochmal eben hinsetzen. Zum Glück steht ja noch kein Roboterhangar. Oh. Gut, so viel dazu. Ich hole mal von oben so ein paar Zahnräder, sonst dauert das wieder ewig hier. Ja, genau. Eisen können wir auch ein bisschen was mitnehmen. Achso, genau, stimmt, habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe den Kram habe ich hier auch mal gebrückt, sodass das Eisen von hier auch mit auf den Mainbus draufkommt. Das war ja vorher nur für diese Förderbandproduktion hier. Aber so sollte es natürlich nicht bleiben. Kann ich eigentlich... Ach, habe ich schon mal aufgefüllt, ne? Na egal, ist ja noch Platz. Ja, dann können wir den Laden hier tatsächlich mal ein bisschen verlängern. Und Batterien stauen sich auch wieder an. Sehr gut. Aber die eine Seite ist trotzdem noch... Ja, stärker als die andere, aber das ist okay. Das sind so Kleinigkeiten. So, dann ist der wieder connected. Jetzt bräuchte ich mal so einen Roboterhangar, ne? Habe ich noch einen dabei? Ne, die sind alle, glaube ich, bei der Verteidigungsanlage gelandet, ne? Ja. Was brauchen wir dafür noch? Kupfer, Eisen, Stahl. Dann können wir gleich den Eisenbus nämlich auch nochmal verlängern.
Und der Strommast hier, den müssen wir dann nochmal switchen, glaube ich. Oh, warte, halt, stopp. Das machen wir schneller. Ach so, das ist die Verbindung hier rüber. Warte mal, das können wir jetzt schon mal eben machen. Mal den trennen. Oh. Genau, jetzt geht wieder. Ja, hier ist momentan die Hauptleitung vom Reaktor, der also die hier rüber geht. Und das ist die einzige Verbindung quasi. Aber ich wollte halt den hier mal kurz loswerden. Genau, damit wir hier in Ruhe den Bus verlängern können. Ich habe das Ding noch da, ne? Ja. Da dürfen wir auf jeden Fall nachher wieder Stromleitungen sortieren. Oh Mann, oh. So. Ja, ein Schwerpunkt. Brauchen die auf jeden Fall die Teile. Ein bisschen Beton. Ja. Strom. Halt. Licht brauchen wir dann noch. Okay, eins ist ein bisschen wenig. Warte mal. Ach ja, stimmt. Diesen anderen Beton brauchen wir auch noch. Oha. Ja, das wird interessant. Wir müssen gleich mal gucken, dass wir das Zeug woanders herstellen. Das ist nämlich der Rest hier, den wir haben. Genau, dann können die schon mal ihre Geschichten hier erweitern. Okay, was können wir denn nochmal so forschen? Was, beziehungsweise was machen unsere lilanen Fläschchen? Die haben sich wieder erholt, ne? Ja, einigermaßen. Da haben wir 358. Oh, okay, warum denn nicht? Na, warte mal, haben wir noch irgendwas Sinnvolles? Inventar, Logistik, Plätze. Wir haben nur noch diese vier hier zur Auswahl. Na gut, dann machen wir sie nach und nach. Und dann haben wir sie nämlich bald fertig.